Seit Jahresbeginn ist Stufe 2 des Ölembargos gegen Russland in Kraft. Weder per Schiff noch durch Pipelines bezieht Deutschland russisches Öl. Die Importe liegen auf Eis und Nachschub aus Polen und Kasachstan lässt weiter auf sich warten. In Ostdeutschland wächst nun die Sorge vor explodierenden Spritpreisen. Denn in Schwedt im Nordosten Brandenburgs steht eine der größten Ölraffinerien Deutschlands. Mehr als 1200 Menschen sind hier beschäftigt. Fast ganz Berlin und Brandenburg sind von der PCK-Raffinerie in der Uckermark abhängig. Die Jahresauslastung im Werk hat sich seither stark verringert, auf 50%. Die Sorgen einer neuen Teuerungswelle an deutschen Tankstellen sind daher groß. Einige Experten sehen gar eine Versorgungskrise kommen. Nach Informationen von Business Insider seien mittlerweile schon viele Mitarbeitende der PCK-Raffinerie in Kurzarbeit, weil der Betrieb stark heruntergefahren werden musste. Die angekündigten Lieferungen aus Polen und Kasachstan fehlen für eine stärkere Auslastung noch immer. Und das wird langsam zum Problem, denn im Benzinlager Seefeld steige laut Preisinformationsdienst Argus Media bereits der Benzinpreis. Zudem gäbe es in der Region bereits eine Produktionsknappheit beim Benzin. Die Anteilseigner der PCK halten seit dem 2. Januar Benzin zurück, schreibt ein Analyst. Dies zeige sich bereits in den Aufschlägen auf den Bundesdurchschnitt des Benzinpreises des Benzinlagers Seefeld, das nordöstlich von Berlin liegt. Dieser sei in den ersten beiden Januartagen im Vergleich zur Vorwoche bereits um 1,76 Euro pro 100 Liter auf 4,40 Euro pro 100 Liter gestiegen.